Ja, zunächst mal muss man die Eier 21 Tage vorher in den Brutapparat einlegen. Die brauchen etwa 21 Tage, bis sie schlüpfen. Und das ist so ein bisschen erfahrungswert, auch von der Temperatur her, von der Bruttemperatur her, wann die dann genau schlüpfen. Man hört schon, wenn das Ei noch geschlossen ist, dass da was drin ist und dass das Küken schon ein bisschen piepst. Und dann fängt es an, mit dem Eizahn die Schale zu durchbrechen. Dann dauert das eine Zeit, da ist ein Löchle drin im Ei, da dauert es eine Zeit, weil das Küken dann kräftig Luft holt und auch noch das Eigelb einzieht. Und danach fängt das Küken dann an, mit dem Eizahn rund um das Ei dann aufzumachen, bis es dann am Schluss durchbricht und dann richtig nass dann schlüpft anschließend. Die miteinander schlüpfen, die bleiben auch die nächsten Wochen und auch wenn man andere dann dazu gibt, die bleiben beieinander, die kennen sich von Anfang an. Das ist mehr ein Kennenlernen, dieses Picken am Ei, als dass die helfen wollten, dass die rausschlüpfen. Es ist so, dass das Küken kurz bevor es schlüpft, ja das Eigelb einzieht. Und deswegen ist das Küken für die ersten 40 Stunden voll ernährt. Es braucht im Grunde weder was zu trinken noch was zu fressen. Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, 45 Eier dabei. Ob da ganz alle schlüpfen, das ist die Frage. Aber es ist schon so, dass von den 45, also sicher 40 schlüpfen, vielleicht auch alle 45.